Okay, dann 3, 2, 1. Was geht ab, ihr Schildchen? General Bram ist hier am Start. Ja, Junge, General, und beginnen. General, als wenn der General da selber durch die... Ja, ich zeig den anderen Generals Maximum, aber nur, weil er sich hochgeschwitzt hat. Sergeant, ja, dann bin ich als Sergeant Maximum, ist okay. Jeder ist endlich degradiert worden zu Private. Private. Ja, ja, jetzt wird jetzt ein schönes Spiel. Wo soll ich will hingehen jetzt? Fabrik? Oh, nee, Moment, ich bin ganz woanders. Private Pete, zeigen Sie mir mal Ihren Kampfschrei. Oh, wir können einsteigen. Ey, der Hund, oh, das ist ja mega, das nehmen wir natürlich in Anspruch. Alles Private klar, Pete hinterher, gesetzt, ja? Ja, nice. Ich fahr auch mit dem Kollegen hier. Geil. Komm mal rein. Alter, wie nice ist das denn? Thanks. Ist mit? Oh. Ja, hey, lass mich da rein. Du musst F gedrückt halten. Ja, ich weiß, aber der fährt... Wieso fährt der Junge denn jetzt? Please stop for my mate. Please stop. Please. My sergeant is missing. Ich nehme mal meine Stoppuhr. My sergeant is missing. Ey, Peter, der fährt einfach. Warum bleibt der nicht stehen? Ich okay, egal. Ja? Bram war zu blöd einzusteigen in der Richtung. Ich war noch nicht nee. Dran und bin trotzdem schnell rechts. Macht nichts, wir treffen uns an der Fabrik. Guck dir das mal an, der hinter uns, der Lampen, der da gelandet ist. Das ist ein Blindgänger. Ja, aber die ist ja mit einem Fallschirm gefallen. Warum? Ja, dann ist das ja nicht so schlimm, Peter. Ja, aber das verstehe ich nicht. So. Sammeln bei Fabrik und dann ausrichten gegen an die Biegung Richtung Sollen wir Westen. Aussteigen? Ja, aussteigen, wir sind ja Fabrik. Ich brauche noch ungefähr 300 Meter. Fabrik. Alles klar. Bram, wo möchten wir schon mal ausrichten sammeln? Richtung Alter, an die Biegung Richtung Westen. An die Biegung Richtung Westen, Alter. Ja, ich hast du das markiert? Auch gerne. Ja, natürlich. Kann ich sofort machen. Irgendwann da. Wie sieht das jetzt aus? Das ist ein grünes Haar, was dir angezeigt werden sollte. Nee, das ist blau. Blau. Nee. Das ist ein blaues Haar, was dir angezeigt werden sollte. Aber ist okay. Du siehst das grün, ich sehe das blau, ich renne da hin, sind nur 300 Meter. Nee, ich dachte, das soll doch nicht hinrennen, nur ausrichten. Ja, kurz warten. Ich häng doch hinten mit dem Auto. Ich muss doch nur laufen. Bram, macht Spaß, ne? Ist okay. Ja, macht doch Spaß. Ich bin ja noch nicht so engstirnig wie du. Ich bin ein bisschen bei Peter hier. So, jetzt können wir los. Mir ist ein bisschen kalt. Ja, Richtung Ping. Entschuldigung, Richtung Laufen. Okay. Ah, Mann, der war endlos verwirrt hier. Ja, Schusserlaubnis natürlich gegeben, aber nur auf Gegner. Nochmal Bram abknallen? Okay. Cool. Hast du mal ein bisschen Dekatee? Ja, ist der ein Gegner? Dann machen wir weg. Nee. Okay. Dann machen wir nicht weg. Da hinten, da wo die riesige Rauchspanne ist, sieht so aus wie ein kleiner Atompilz. Da müssen wir hin. Christian braucht was zu trinken. Heinrich Strüdel sagt Pipi-Wasser. Dankeschön. Da, an der Biegung Richtung Westen wurde erobert. Sehr gut, da gehen wir trotzdem mit hin. Anschließend gehen wir nach Busy Foy Roadford. Ja, aber schmeißt die da irgendwo hin? Ach, kacke, also nicht aber mit Rechtsklick schmeißt er die so. Alter, guck dir das mal an, wie verwirrt der da rumläuft. Alter. Wie so ein Huhn. Uff. Und mein Kollege geht jetzt da hin und buddelt, oder? Wofür sind eigentlich so Stacheldrahtzäune, wenn man da einfach drüber springen kann? Oh Gott. Naja, ja, ich glaube, echt nicht. Konnte man da nicht einfach so drüber springen. Aber das glaube ich auch eher für Nutzvieh. Also wir rennen immer noch Peter so an der Biegung Richtung Westen, ja? Ich hab keinen neuen Befehl. Von da aus gehen wir dann gleich zu ZZ Ford. Oh, hier! Wir ändern den Befehl, ganz nach links, auf H. Wo da ist nämlich gerade, das ist aber weit weg von mir. Oh, ja, Gott, aber da ist gerade eine Garnison aufgetaucht vom Feind. Da, gegnerischer Truppentransporter. Ich markiere da, einen gegnerischen Truppentransporter. Ja, kannst du auch schießen? Haben wir irgendeiner mit einer Granate? Oder irgendwas anderes? Nee, so weit kann ich doch nicht werfen, Junge. Nee, aber vielleicht ist der... Da ist einer runtergefallen! Wir haben den... Peter, du hast den Fahrer erschossen! Ach, nice. Als ob. Aber irgendjemand, ich bestimmt nicht, aber irgendjemand anders wahrscheinlich. Doch, Peter habe ich genau gesehen, der hat den Fahrer erschossen. Ey, okay, können wir uns da jetzt krallen? Dahinter sind welche. Dahinter sind noch welche, oder? Ja. Also mindestens einer, falls er jetzt nicht auch schon tot ist. Ich sehe gerade keinen, aber ich versuche mal Richtung Auto vorzurücken. Ah, ich höre nichts. Bin hinter dir, Bram. Hat nicht einer Raketenwerfer? Nee, ich leider nicht mehr. Kann ich nächste Runde kann ich den Job übernehmen. Bis dahin, dann sehen wir keine Fahrzeuge mehr. Guck mal, Bram geht wenigstens mal an die Front hier, nicht wie Sergeant Pete. Kannst du dein Auto jetzt snacken? Nee, du musst in einer gepanzerten Einheit und im richtigen Team sein, um dieses Fahrzeug führen zu können. Sein, okay, damit falsches du Team. Fahren kannst. Das ist hart falsches belastend. Okay, dann gehen wir weiter Richtung den Ping, den ich gerade gesetzt habe. Oh. Weil da ist eine Garnison gesetzt worden, 190 Meter. Ja, ich seh's. Nee, das sind Feinde in der Richtung. Nähe. Ne? Das ist eine Garnison von uns, aber Feinde sind da in der Nähe. Ja, genau. 170 Meter noch. Das ist links, ne? Alter, aber rechts also von uns. Wir entfernen uns wieder von der Front, ja? Also. Ja, entfernen wieder. Also da rechts in der Stadt geht ganz schön ab. Ja. Aber das macht voll Sinn, unsere Garnison zu beschützen. Ich bin gestorben, ich bin von weggeschossen worden. Weißt du von wo?
Nee. Ab in Deckung? Rechts. Ich glaube, von rechts irgendwo. Aus den Häusern. Ja, da ist einer. Aus der Kirche? Da ist einer. Jo. Unten oder oben? Sind die da unten? Da, wo oben auf Mark war einer. Genau auf Mark, okay. Ist einer von euch Sanitäter oder soll ich Ja, ich bin Sanitäter. Ich versuche dich zu kriegen. Mehr sehe ich leider gerade nicht. Da, immer noch auf Mark. Okay. Da. Oh, ich bin tot. Nee, hier liegt nur. Falls ich mich gerne aufheben kann, wäre ganz schön nett. Der ist sicherer, der liegt besser. Bram, ich sehe dich Zeit. So. Nur zur Info. Da, Feinde. Sonst setz doch. Nee, hier ein Ding setzen macht nicht so viel Sinn, ne? Okay, Christian, ich komme. Ja, ja. Also, ich ist noch nicht mal ein Viertel von dem abgelaufen. Also, du kannst dir doch ewig Zeit lassen. Danke. Alter, der Wagen links neben uns macht mich nervös. Ja, mich auch. Ich sehe die Gegner leider nicht, Bram. Die sind da in dieser Kirche waren die. In dieser Ruine, ja. Ich geh mal weiter hier zu der Ruine. Okay, Moment, lass mich ganz kurz gucken. Die Lage abchecken. Kann ich das Licht anmachen? Nee, ne? Ich bin schon wieder von da weggeschossen worden. Okay, hinter uns die Garnison Richtung Fabrico genau ist gut reduziert worden. Das heißt, das wäre auch Richtung Front quasi, um dann nach Bisborough Road zu kommen. Heißt, wir müssen eigentlich durch. Wenn wir angreifen wollen, müssen wir da durch. Du brauchst ja einfach jemanden. Der war direkt bei der Mauer. Ja, ja. Siehst du bei der Mauer, wie die an einer Stelle so ein bisschen kaputt nach unten geht? Ja, da. Aber jetzt habe ich ihn links gesehen. Jetzt ist er da. Links gerannt. Ja, da ist er. Okay. Okay, wir wissen, wo unser Ziel ist. Langsam vorrücken. Da hinten ist einer. Da hinten laufen welche an der Straße. Ja, genau da. Da, ich sehe ihn wieder. An der Mauer, da wo ihr markiert hattet. Ja, da der auch. Guckt darüber. Du siehst nur den Kopf. Jo. Jetzt bin ich ganz tot, Sepp. Da hinten war er. Wir wollten okay, mal rüber zu kommen. Dann nehme ich jetzt den. Links kommt ein zweiter Trupp, ne? Nämlich. Das heißt, wir können jetzt vielleicht die zusammen flanken. Bram, kannst du nicht hier ins Spawn reinsetzen? Ja, bei mir? Bram, ich wollte schon immer mal mit dir jemanden flanken. Kannst du hier nicht bei mir ins Spawn reinsetzen? Ich kann gleich ins Spawn reinsetzen. Ich habe einfach nur schon mal welche wie weggemacht. Wie du voll vorrennst, Bram, das ist ja crazy. Ja, und ich habe auch Leute getötet. Achso, du willst da hinten hin? Okay, aber ich dachte, wir setzen erstmal Spawn hier. Ich versuche jetzt den Spawn zu setzen. Muss nachladen. Vielleicht habe ich da gerade einen gekillt. Ich dachte, ich ist halt ein bisschen protected. Sehr gut. Boah, du läufst aber als Panzerschütze sehr viel langsamer, wenn du das dicke Ding hast. Ja. Ich folge dir jetzt, Bram. Okay, hier sind immer noch Gegner. Ja, halt die Augen ja, ich offen. Versuche, eins zu kommen. Letzter Punkt, wo wir die gesehen haben, waren ungefähr da auf Mark. Da kann aber sein, dass da einer ihn getötet hat. Ja, genau, unser zweites Team kam halt von links, wa? Und hat uns geholfen. Genau. Also Chef, wo sind hier die Gegner? Aber hier ist ja schon ein Spawnpunkt, dann heißt. Hast du da. Oh, vor uns da. Vor uns da. Und einer nach links gelaufen hinter der Mauer. Ist ja, das vor uns eine freundliche oder gegnerische Neueinstieg? Gegner. Das sind alles Gegner. Ich hab noch einen weggemacht. Ich gehe ein bisschen vor, hier ist ein bisschen Deckung, Bram, wo du gerade warst, links. Ja, da ist. Da auf Mark habe ich einen getötet. Ja, ja, der liegt hier auch. Also hier liegt er. Ah, wieso komme ich nicht rüber, Peter? Kann mir einer. Wie mache ich so einen Spawner kaputt? Wir haben jetzt den hier, den großen Granate, Tisch, wa? Draufschießen. Ah, zerlegen. Gegnergarnison halten. Tot. Das kann ich nicht. Musst du das machen, Bram? Hier ist noch einer. Ich bin leider down. Drauf, Peter. Okay. Geh mal weg. Ich klicke neben Husan Chris. Ja, von wo bist du erschossen worden? Von ein Stück weiter rechts. Oh. Aus deiner Perspektive. Vielleicht kann Sebastian noch zu mir kommen, weiß ich nicht. Warte. Und Peter, bewach mal ganz kurz einen anderen Schreibtisch. Ach komm! Was sagst du, Bram? Bewach mal kurz den Schreibtisch, der da steht, von den Gegnern. Okay, ich versuche, dass der geschossen worden. Von links, glaube ich. Ja. Die Frage ist, ob Sepp uns holen kann. Weiß ich nicht. Wenn nicht geht, dann redeployen wir. Ich hab Bram jetzt. Da ist eine Granate, oder? Irgendwas hat da geklackert. Oh. Nee. Okay. Das ist Sepp. Ich stehe immer noch vor diesem komischen. Ja, ich komme. Ich weiß nicht, ob das ein gegnerisches Ding ist oder nicht. Ich kann damit nicht interagieren. Nein, Christian, rechts! Rechts, rechts, rechts! Ja, hab ich gemacht. Ja, da! Ihr macht das. Töte ihn! Nice. Genau da! Nur zur Info. Ja, der ist hinter. Ich komm zu Peter und versuch den Tisch kaputt zu machen. Der ist vorgekommen! Der sitzt da! Scheiße. Alter, ich hab so einen Einzelschuss-Karabiner. Oh mein Gott, das ist. Ja, die sind echt belastet. Die fand ich geil! Damit kann man super genau. Ja, schießen. Aber du musst. Es gibt auch einen. Der Versorger hat auch einen Einzelschuss, aber der muss nicht laufen Einstieg. Nachladen. Da, wir haben einen Einstieg. Bram, also, bist tot? Ihr seid alle tot? Oh, scheiße. So, ich bin hinter dir. Nein, das ist unser dann! Oh mein Gott! Den hab ich gesetzt, ja. Oh, das wusste ich aber nicht. Nein, da kommt jetzt nicht schon. Bram, das ist ein Gegner drauf. Weg dir vorne. Wieso bin ich denn jetzt in der Base gespawnt? Doch, der lebt noch, der läuft nach rechts weg.
dem nochmal Unterstützer. Scheiße, ich hab auch schon mal ein bisschen, ne? Oh, Bram, der hat dich aber ganz schön gut weggemacht. Der hat mich gut weggemacht, ja. Scheiße. Ach, die Smoke sieht aus wie so eine normale Granate. Kacke. Bad Nate, Bad Nate. Was labert denn die eigentlich die ganze Zeit da? Das sind die Chefs, die reden oder was, die ich die ganze Zeit höre? Ja, ja. Die musste ich auch die ganze Zeit hören, die Art. Ach, ich töte? Ich fang die ganze Zeit labern. Seid ihr alle tot? Wo spawnen wir? Nee, ich nicht. Wir können bei Peter sofort spawnen. Ich hab da immer noch ganz vorne den Punkt gesetzt. Das ist Punkt, ich habe Outpost-Spawn 01. Dem Typ habe ich übrigens einen Headshot gesetzt, ha, ja. Der dich gekillt hat. Outpost-Spawn 01. Ja, der ist aber rot markiert, weil da Gegner sind. Ja, ja, das sind auch noch Gegner. Also ich würde Garrison-Spawn 02 Der ist echt ein bisschen gefährlich gesetzt. Ja. Bram ist hier gerade gespawnt. Push. Okay. Mal ganz kurz, ob ich den umsetzen kann. Ich, genau daneben stand ich ja jetzt gerade auch noch, Christian. Nicht den habe ich hier verteidigt. Jetzt habe ich auf Spawn geklickt. Ja, okay, jetzt kann ich nicht mehr spawnen. Ja, macht nix, jetzt muss ich die Zeit neu abwarten. Naja, unser Commander ist halt er nicht. Er macht so das gut. Schon. Doch, doch. Also, die Garrison 02 können wir spawnen, ne? Die ist halt hinter euch. Nee, Bram setzt gerade eine neue. Ja, das ist jetzt Scheiße, da hab ich aber gerade. Ich werde den Spawn hier neu setzen. Vielleicht in einem Haus. Pass auf, dass du den nicht zu nah an dir setzt. Weil, wenn du den weiter weg tust, dann geht das manchmal. Ich versuch dir hier mal meine Erfahrung zu helfen. Jetzt steht er. Alles klar. Gern geschehen. 18 Sekunden kann ich spawnen. Wunderbar. Dann warten wir noch kurz und dann. Können wir ja weiter vorrücken. Wir sind ja jetzt ziemlich frontig. Jetzt hier übrigens die Kills, auch. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe hier so viele schon gekillt. Und danach gehen wir in die Richtung. Echt? Ja, aber die Kills zählen, also du hast keine Anzeige, glaube ich. Ne, ich weiß. Aber das ist ja trotzdem, glaube ich, ganz gut, wenn ich Gegner kill. Wir haben aber tatsächlich durch die Punkte, die du einnimmst, hast du Versorgung und keine Links Ahnung, Gegner. Was pro Minute gekillt. Geht. Die Waffe ist geil, wa? Dieser Karabiner. Ja, ja. Kann man eigentlich nochmal auf die Leiche schießen dann? Also auf den Ja, auf den solltest Fallen. Du. Der ist ja down. Oder schmeißt die Granate hin. Okay. Ja, wir sind alle da, weil das heißt, wir können uns jetzt mal langsam in Richtung gegen Brick Void oder wie das Ding heißt da. Wir nennen es einfach Road. Bisroy Road. Ich glaube, am Haus ist einer. Nee, doch nicht. Hier sind wir nur im Brett. Da ist das finale Ziel. Also H, Markierung. Da. Aber aufpassen auf dem Weg. Da ist komplett Feld. Sollen wir hier, hier über das Haus gehen oder so? Wait, was ist denn da? Was ist denn da? Da ist der nächste Punkt, den wir einnehmen müssen. Ah ja, okay. Fury Road, verstehe. Ja, alles klar. Was wir auf dem Weg haben, ist schon mal los. Den Verteidigungspunkten. Moment, bevor wir rennen, da und da sind Häuser. Ja, verstehe ich. Die wir nutzen könnten. Das heißt, wir können jetzt erstmal zu Haus 1 gehen. Das ist der Bewegungsspot. Okay, einer ist schon fast da. Sepp. Ja, Sepp ist schon mal los. Ja, ich muss ja von woanders kommen. Okay. Okay, alles klar, verstanden. Da kommt noch ein anderer Trupp, der sich vielleicht uns anschließt. Ja, und dann können wir so quasi uns von Wir Haus werden von hinten beschossen. Hinten rechts. Jo, scheiße. Von wo? In der Stadt bei uns wieder. Das war noch nicht ganz clear, scheiße. Wo kommt der denn jetzt her? Da kannst du uns auf keinen Fall aufheben, wir leben mitten auf. Nee, aber. Belastend! War der im Haus da? War der hier im Haus? Nee, der war nicht im. Also, ich weiß nicht, ob der in einem Haus war, aber das ist. Ne, wir sind in deine Richtung gelaufen und von hinten abgeschossen worden. Also, du müsstest eigentlich direkt drauf kommen. Ich hab sogar noch überlebt. Wieder. Ich sehe ihn nur leider nicht. Ich habe eigentlich ganz gute Vision, aber ich sehe ihn auch nicht. Er hat wahrscheinlich erstmal. Ich glaube, ich habe da gerade eine Bewegung gesehen, aber ich weiß nicht 100%, wo er hin ist. Ja, ja, wir wurden aus dem. Genau von da, wo wir losgelaufen sind, wurden Achso, wir. Achso, ich dachte Kapelle. Die haben auch meinen Outpost gekillt. Ja, belastend. Ja, Garrison Spawn. Wieso habt ihr euch getötet? Garrison Spawn 02, ja. Ja, weil wir mitten auf dem Feld lagen. Weil wir mitten auf dem Feld lagen. Ja, ich hätte euch trotzdem geholt. Ja, aber du hast ja keine Anstalten gemacht zu sagen, ja, ich komme rum oder das wird nichts. Deswegen dachte ich mir, bevor ich das ist doch schon eine halbe Minute her, wo wir beide gesagt haben, wir liegen mitten auf dem Feld. Hast du gesagt, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, aber wir müssen halt erstmal clearen, doch. Also, ich dachte, wir snacken den jetzt und dann holen wir euch wieder. Ja, wir gehen jetzt erstmal, wir machen jetzt das Dorf hier erstmal clear. Ja? Okay, also zurück zum Dorf, alles klar. Ja, verstanden. Wir müssen, brauchen den Punkt, der hier vorne. Hier scheinen auch Gegner zu sein, deswegen sind wir abgeschossen worden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe dann wieder ins Dorf rein, in der Hoffnung, da jemanden zu finden, der euch gekillt hat oder so. Ja, ja, sind noch andere vor uns von über die uns Straßen drin. Gelaufen. Ja, laut Map sind hier ganz schön viele von uns sogar drin. Und zwei Panzer. Ja, der eine Panzer kam da hinten, ja. Ich werde trotzdem noch mal ganz kurz jetzt hier in das Dorf unser Teil stellen. Ich bin oben erschossen worden. In dem Haus, wo wir eben gekämpft haben, oder? Ich weiß aber nicht, ob jemand da oben ist oder mich von draußen erschossen hat. Sebastian, ich bin da wiederbelebbar, aber ich glaube, ich das ist hoch. Unsicher. Ich bin gerade in dem anderen Haus und versuche hier ein bisschen Vision zu bekommen, um den zu töten. Ey, Peter, du bist hier wirklich ganz oben.
Ja, ich bin ganz oben erschossen worden. Ich weiß nicht, ob da ein anderer ist oder ob ich einfach aus dem Busch erschossen wurde. Ich stehe unten. Also, hast du schon Einstiegspunkt? Ja, Einstiegspunkt habe ich gesetzt. Dann töte ich mich. Nein, warum? Nein, das ist zu gefährlich, Sebastian. Ich glaube nicht, dass es hier so was wie Tickets gibt. Drauf geschissen. Es geht ja nur darum, die Punkte einzusammeln, oder? Achso, okay. Der steht rechts. Rechts an dem Vordach wieder. Wo ist rechts? Bei euch am Haus? Ja, ich bin leider tot, deswegen konnte ich es nicht mehr machen. Der war relativ close, ja. Leicht rechts. Ja, ja, der hat mich gemacht. Aber close, ne? Unten oder in der ersten Etage oder so? Ne, unten auf dem Boden, unter so einem Vordach. Da wo, ich weiß nicht, ob da einer mitbekommen hat, da wo der Typ vorhin mich auch mit einer Granate abgeworfen hat. Ah ja, da bei dem Vordach, okay. Da meinte ich mit Vordach. Naja, ich bin gerade erst gespawnt, Junge. Ja, ja, ja. Oh, der ist hier oben, Peter. Ich sehe seinen Fuß. Der guckt da raus, der ist... Ich habe ihn getötet durch die Wand. Sehr schön. Aber das muss nicht der Einzige gewesen sein, wa? Nur zur Info. Oh, ich werde beschossen. Der? Ich bin down. Nee, ich weiß nicht. Scheiße, von links! Der ist immer noch hier oben. Ja. Also hier. Ja, wo ist er hin? Ja, hab ich. Er ist tot. Könnten aber noch mehr Leute sein. Kannst du zu mir kommen, Sebastian, oder sollte ich mich töten? Nein, nee, ich komme zu ihm. Das war der Einzige, glaube ich. Ja, ist gut. Er hat einfach nur hier richtig rumgefickert, die Sau. Ah, aber vielleicht hat er dann, vielleicht hat er dann wieder einen Einstiegspunkt oder sowas? Also oben nicht. Aber müssen wir natürlich mal gucken. Okay. Das ist eine gute Frage. Puh, das war freudig. Wir sind einmal das wieder geschossen. Bist du tot? Nein, ich lebe noch, aber auf mich wurde geschossen. Richtung Marker. Genau gesehen habe ich ihn aber nicht, aber irgendwo da aus der Richtung. Okay. Ich gehe hier rum, rechts orientiert. Lass mal so ein bisschen in die Richtung noch wegqueren. Vielleicht ist da irgendwo am Ende des Dorfes noch so ein Punkt. Ja. So ein Spawnpoint oder so. Ja, wieso kommst du hier nicht über die Mauer? Was bist du denn für ein Soldat? So. Ich bin mir bei manchen Schüssen auch nicht sicher, ob das vielleicht einfach so Querschläger sind von sonst wo, weißt du? Ich hab manchmal so das Gefühl, als wäre Atmosphäre oder so. Bram geht aber auch all in, mega nice. Ja, ich bin rechts umgelangt durch die Mitte, aber ich sehe hier, ich seh also hier links keinen Einstiegspunkt oder sowas. Okay, dann können wir... Ich würde sagen, ist wahrscheinlich clear. Ich guck doch kurz hinter die anderen Dinger hier, Bram, ja? Hinter die Dinger, ob da ein Einstiegspunkt ist. Wir versuchen auch bis dann rechts geradeaus zu kommen, wo wir noch eine weitere Garrison haben. In 167 Meter. Oh, wird bei uns bekämpft? An der Biegung wird, glaube ich, bekämpft, oder? Wenn da ein Ausrufezeichen ist, sind da Gegner in der Nähe. Ich das richtig habe. Gegner in der Nähe, ja. Das ist unser Punkt. Ja. Wollen wir den verteidigen? Nein, wir greifen an. Die andere Admineralität schreit gerade sich gegenseitig hier an. Hier, also hier ist ein hart offenes Feld, wo wir gerade drauf zulaufen. Okay, das heißt, wir gehen nicht jetzt Bizori. Okay. Genau, beziehungsweise erst zu dem Garnisonspunkt, den ich gerade markiert habe. Ich kann ihn gerne nochmal markieren. Die Markierungen werden leider immer weggenommen. Ja, mach das mal. Da. Das ist direkt an der Front. Das sind nur 90 Meter. Ja, ja. Da könnten aber Gegner sein, wa? Also nur zur Info. Da ist nämlich gerade niemand von uns. Auch, aber auch kein Ausrufezeichen. Ich check mal. Aber wenn dann im Haus, oder? Habe ich hier Steps gehört? Na, vielleicht eure einfach. Na, das waren wir. So, dann setze ich hier mal ein kleines Pünktchen für uns. Mach mal. Haus sieht clear aus. Kann ich den ins Haus setzen? Zack. Sehr gut. Guck mal, wenn du Mausrad nach unten machst, kannst du übrigens eine Garnison setzen statt dem anderen Ding, ne? Ich habe das nur letztes Mal nicht verstanden so schnell, was man dafür braucht und was der Vorteil ist davon. Was ist denn der Vorteil? Ja, das weiß ich nicht. Andere können, glaube ich, da spawnen, wenn ich... Ja, okay. So, also, bei uns... Die Biegung am besten... Ich bin tot! Und wir werden beschossen. Eine Granate. Ja. Wait, aber der muss uns ja dann sehen, also der kann ja der ist nicht so kommen, weit oder? Weg. Okay. Also das sah aus und klang eher wie eine Granate. Ja, ich bin auch direkt gestorben. Ja, also die Garnison am besten, die wird gerade von unseren Truppen gestürmt wieder. Also hinten, hinter uns, das heißt, ich würde sagen, wir halten.
Oder versuchen erstmal die wegzumachen. Also es kann doch nur aus dem Süden rauskommen. Der Dude, ich sehe ja, fast Osten, alles andere. Vielleicht war da auch Artillerie oder so. Ja, vielleicht war es auch das. So ein Lucky Shot, einfach nur auf Peter drauf. Ja, also bei einer Garnison, auch heilen. Bei einer Garnison können mehrere Leute spawnen und bei dem Ding, was du immer setzt, Bram, nur eigene. Hier ist nämlich direkt auf der anderen Seite, wo du dein eigenes Ding geplantet hast, eine Garnison gewesen, die jetzt gerade gekillt wurde. Aber genau hier, wo ich stehe, war eine Garnison. Die Biegung Richtung Westen wurde verloren, nein! Scheiße. Moment, lass ganz, bevor wir da jetzt hinrennen, lass kurz warten, weil die unterhalten sich gerade darüber. Beziehungsweise unterhalten sich darüber, aber die greifen die gerade an. Explodieren? Ich hoffe nicht. Okay. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir den Nachschub auf der linken Seite, also in Richtung Marker, von den Gegnern kurz blockieren können. Während gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Leute und ein Panzer gerade an die Biegung Richtung Westen fahren. Ja, dann, wir nehmen, ich denke mal, deren, auf, Ding, deren Vorräte sind so hier. Da weißt du, wo ich den Marker hingesetzt habe. Ich denke mal, von da kommen die. Ist ja die Frage, ob wir uns schon mal weiter Richtung Bizarre Feuerrot begeben wollen, oder? Wir sind können halt wir jetzt, glaube ich, hart. Tun. Alter, wir nehmen ihn richtig hart ein. Ja, lass es machen. Dann let's go. Bizarre Fury Road. Ja, wir nehmen die Biegung richtig hart ein. Wenn die das jetzt verkacken, dann ist natürlich doof. Aber Bram ist ein bisschen Spieler. Gamble muss man ja. Ja, die haben schon wieder 25%. Da stehen immer noch 12 Leute von uns. Das ist jetzt ein gefährlicher Weg, den wir einschlagen. Ja, ja. Ach, das ist mega gefährlich. Absolut. Aber wir hoffen einfach mal, dass die gerade ihre vereinigten Kräfte anders gesetzt haben. Und wir sofort sehr viel Schießerei. Ja, den Adlerie-Typen gleich machen können. Oh ja, ich höre ja auch. What the fuck? Irgendwas direkt schießt vor uns ist das. Ich glaube, vor uns ist ein Tank gewesen oder so, der bekriegt wurde. Da an der Stelle ist Deckung. Nur zur Info. Also, ich glaub, da richtige. An der Stelle ist auch der Gegner. Ja, der dürfte noch ein bisschen weiter hinten sein von dem Bizarre Road. Ich gehe noch ein bisschen weiter nach links, ja, dass wir nicht alle in einer Linie laufen. Ja, ein bisschen aufteilen. Ja, oh, da ist ein Tank, aber das ist ein feindlicher Tank. Das stimmt, das ist nicht gut. Da sind feindliche Leute. Wo ist der? Oh, links, 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 links. Jo, da auf dem Feld. Ja, da liegt Peter. Ach, scheiße. Och, Mann, jetzt bin ich leer. Ja, selbst markiert. An dem Hütchen. Der ist hinter dem Hütchen. Ich glaube, das ist schneller, wenn ich mich töte und nachkomme. Ja, ich setze hier einen neuen Spawn. Oder das. Meinst du da mitten im... Okay. Ach so, kann ich gerade noch nicht, weil wir hier noch im feindlichen Territorium sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn hab. Nee, hab ich noch nicht. Gibt es Bullet Drop? Da kommt noch einer von dir rechts, Sepp. Ja, mach ich. Vielleicht kann nur Gary den meinst spawnen. Du? Den hab ich getötet. Scheiße, der schießt auf... Oh, ja, jetzt nicht mehr. Er hat mich. Jetzt Alter, als ob der auf die Entfernung so gut schießt, die Drecksau. Und dann gibt's nicht. Es gibt keinen anderen mehr. Komm, ich lasse ihn stich. Ja, alles gut, wir sind immer noch im, also ich bin immer noch im feindlichen Territorium. Scheiße. Aber ich kann mal ganz kurz gucken, wo ich laufen muss. Ich muss nicht weit laufen, um einen Spawnpunkt für uns zu machen. Okay, es sind nur 30 Meter. Okay, scheiße, da sind noch Gegner. Fuck. Hab ich leider nicht geschafft. Also wollte hinter die Hütte rennen. Was ist denn mit dem anderen Spawnpunkt passiert, den Bram gerade gesetzt hat? Ja, da kann ich irgendwie. Vielleicht ist der verschwunden. Also ich bin bei Garrison Spawnpunkt 01 gespawnt, ist halt wieder ein bisschen weiter weg. Jetzt müssen wir hier durch den Wald kommen, aber vielleicht dann da aus, wo die Leute uns beschossen haben. Vielleicht kann Bram vielleicht Weg gehen wir wieder zu der Hütte Feld, und Bram kann da wieder einen Spawnpunkt ja, setzen, hier weil die Hütte ist geil. Wald. Oder? Kann leider die Garnison in ihn nicht spielen. Warum nicht? Was ich deine ist? Weiß es nicht. Da ist ein Gegner. Ah, ich muss Garrison Spawn auch machen. Ich glaube, den habe ich sogar getroffen. Schweine kommen jetzt übers Feld, ey. Ja, ja. Okay. Wo seid ihr denn so? Ich habe mich irgendwo mal in so ein Loch gesetzt. Peter, ich habe in der Stadt gerade da habe ich gerade eine Da ist einer. Oh, ja. Okay. Der läuft noch. Bin wieder gespawnt, komm jetzt auch zu euch. Immer noch da. Tot. Der ist ins Loch. Nee, ich glaube, der ist ins Loch rein, oder? Echt? Oh, ich dachte, ich hätte ihn umgekillt. Geh mal langsam gucken einfach. Was soll schon passieren? Baboon ist auch gerade da. Der liegt nicht im Loch, der liegt dahinter. Davor quasi und bewegt ja, sich. Ja, da waren aber mindestens zwei. Ja, ja, wir sollten vorsichtig sein.
Seht ihr die Markierung K? Ich muss mal eben nachladen. Gerade sehe ich die nicht. Nee. Vielleicht geh vor. Okay, Moment. Ich sehe Markierung. Ja, H. Der liegt hier. Genau. H und danach. Also da in die Richtung, so, da ist die. Oh, ich werde beschossen. Ja, von links wieder. Wieder von links. Jo, die stimmt. Da sind Gegner. Da läuft ein ganzer Squad. Genau. Ja, hier an dem Ding. Granate! Das dachte ich mir auch gerade. Die war gar nicht so schlecht. Kann noch mal jemand die genaue Richtung markieren? Ja, hier. So, hier sind die Gegner. Ach, da sind die. Okay, okay, das sind zwei. Da laufen die gerade lang. Immer weiter nach links. Immer weiter. Versuchen die abzukürzen, oder was? Ja, die versuchen uns quasi zu umlaufen. Ja, das schaffen die auch. Ich sitze hier in so einem Bunker mitten im Feld. Boah, Bram, Alter, du stehst so offen. Ja, ich weiß, aber ich habe einen gemacht. War das nicht mehr als einer? Ja, es sind vier. Ich bin hinter dir auf der Straße. Ja, ich bin mit Peter. Noch ein, da. Ja, okay. Ich habe genau den Hügel im Blick. Schon? Da ist noch einer rechts. Da am Panzer. Als ob der mir einen Headshot gegeben hat. Sepp, kannst du mich holen? Da ist einer. Ja, da sind zwei Leute mindestens noch. Oh Gott, nee, Peter, die sind ja close. Ach so, das wusste ich nicht. Also Christian, hier ist direkt einer. Da sind überall Leute. Fuck. Die haben mich weggeschossen, aber ich bin noch direkt übers Feld gelaufen. Ich lieg hier noch, aber... Schade. Okay, Moment, das heißt die... Oh Mann! So treffe ich die denn nicht? Also wir nehmen gerade Bizarre ein, nur zur Info. Nächster, für alle, die sterben, Garnison 05 spawnen. Ach, als ob er mich... Okay, dann lassen wir die da hinten einfach machen. Ja, die, irgendein anderer Squad ist da gerade am Stissel und hat sich bereit erklärt, von Wilfried zu Smart die zu machen. Garrison 05? Okay. Genau, Garrison 05 und von da aus dann ist das Ziel, Wilfried zu erobern. Also 30 Roadster. Sekunden Wartezeit, was stimmt da nicht? Ich guck mal, also ich versuche jetzt gleich noch für euch schön hier einen kleinen Spawn zu machen. Und zwar den. Genau bei mir ist jetzt noch ein schöner Spawn vor euch. Der ist nice. Ah, die sind jetzt quasi schon durch, ne? Also ja, müssen wir jetzt schnell einnehmen. Bram, der ist jetzt wieder in Feld im Territorium, da muss er aufpassen. Bin hinter dir ist dran. Sehr gut. Ja, dann lass es beeilen. Da vorne, wir haben Bury Road schon zu über der Hälfte eingenommen. 240 Meter ungefähr sind die ganze Geschichte. Geradeaus, Gegner sind natürlich am Stissel. Wilfried ist smart, kümmert sich hinten um die Lutsche. Okay. Ja, Bram, ich muss halt sagen, Bram macht es halt gut. Also. Ja. Bisschen strukturierter als bei. Ich finde, der macht das scheiße. So. Das ist wie bei Band of Brothers, weißt du? Da bin ich ja, der Unterschied dabei. Ist einfach, dass wir. Oh Gott! Shit. Tot. Ja. Das war die Artillerie oder ein Flugzeug oder so. Da vor uns ist auch was richtig heftig explodiert. Auf jeden Fall hat hart geknallt. Aber was hat uns denn da jetzt erwischt? Weiß ich tatsächlich nicht. Aber warte mal, Bram hat überlebt. Ich habe überlebt. Ich bin gerade auch fasziniert. Bei Bram können wir ja nicht spawnen. Na egal, wir kommen hinterher. Ja. Berry Road auf jeden Fall. Was ist das denn jetzt wieder? Es scheint aber, als wenn es irgendwas aus der Luft gewesen wäre. Mhm. Auf jeden. Ja. So, ja, was und nochmal, wie die Lemminge. Vielleicht kann der Commander das ja rufen. Wird verloren. Advisory Foil Road. Der Jungs, da links, das ist nicht unser Panzer. Das ist nicht unser Vielleicht Panzer? Vielleicht hat der uns gerade gemacht. Ne, wahrscheinlich nicht, wa? Ich würde mal behaupten, nicht. Warum, das könnte sein, dass da gleich ein gegnerischer Tank kommt. Von hinten. Wir werden auch beschossen. Oh, du meinst den großen Tank, der auf den zwei Ketten. Peter, du wirst beschossen. Und zwar hardcore. Was ist denn Peter? Ach, auf der anderen Peter. Seite des Hobels! Also da wäre ich ja nicht hingegangen zum Tank. Okay. Ja, das ist nicht nur ein Tank, das sind doch Leute. Nur für euch zur Info von euch, hinter euch folgt gerade wirklich eine ganze Armee. Alle stürmen gerade Busy Furry Road. Wie das ja. Heißt. Also die Armee von Feinden oder von uns? Von uns. Die vom Feind sicher nicht.
Und da ist der Spot, zu dem wir müssen. Problem, wir müssen jetzt hier rüberklettern. Wo sind die denn wo hin? Wo wurde ich denn beschossen? Weiß ich nicht, aber hier. Vom Tank, glaube ich. Vielleicht der vom Tank ist disabled, der hier vorne steht. Ich werde immer noch beschossen, Peter. Ja. Aber da sind so viele Mörser, sind das. Genau, das ist das, was das ist. Da ist auch ein Truppentransporter. Müssen Mörser, ja. Wo müssen wir hier eigentlich hin? Ich kriege hier gerade. Da ist der Gegner, ich sehe den Gegner jetzt zumindest mal. Da wird geschossen. Also. Dahinter? Ja, ich glaube schon. Genau, da wo der Ping ist. Dann, ich setze euch einen Mark. Versuch's zumindest. Christian, ich krabbel dahin. Die, die vorhin von links auf uns geschossen haben, folgen uns von links hinten. Hinter euch sind zwei Trupps. Du läufst genau darauf zu, dahinter wird geschossen, glaube ich. Hörst du das nicht? Jetzt glaube ich weiter. Oder ist das der, oder ist das der Panzer? Ich merke hier nichts. Okay. Aber links von uns sind Gegner, das dürfen wir nicht vergessen. Auf. Da links von uns ist auch ein Tank, ne? Also, ich kann es euch mal machen. Ja, der Ping, den ich euch gerade gesetzt habe, der genau, ja, der genau von Peter, ja, da in die Richtung laufen Leute von uns. Das heißt, ihr müsst in die Richtung, wo der neue Ping ist. Wir müssen weiter links, ne? Genau, weiter nach links. Oh, links, Tank. Peter. Da sind aber auch, da sind natürlich auch, genau, schwere Gegner. Tank. Selbst Körper ist mir gerade entgegengeflogen gekommen. Ich wusste, wer war. Hast du den gerade weggeschossen? Da ist feindliche Infanterie. Von der wir wissen. Ja. Ist ja gerade in die Luft geflogen, der Tank. Ja, der Tank ist. Und da irgendwo dürfte auch noch ein Panzer deaktiviert, stehen. Aber der kann noch schießen. Da ist ein Gegner, Peter. Ich habe einen gesehen, da huschen. So, ja, pass auf, ich versuche dahinter zu kommen und das als Deckung zu nutzen. Weißt du was? Ich schmeiße jetzt einfach mal ein Granätchen bis da vorne. Meinst du, so weit kann ich werfen? Bestimmt, oder? Granate! Oh, so weit. Ja. Jungs, wir machen das! Wir werden schon von links, Sepp. Du rennst jetzt auf die Panzer zu, oder was? Ja, unabsichtlich. Okay, das ist ja alles scheiße. Sind hier zwei Tanks oder so? Das ist alles scheiße. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Nach links Panzer, rechts Panzer. Ja, ist halt echt so. Ich werde überall beschossen. Commander! Ich bin tot. Ja, wir selbst haben keine Panzer. Und noch keine, die nachrücken. Alter, ich bin hier völlig unter Feuer. Ja. Wir selbst. Nein, komm Junge, ich hol dich! Wir sind schon leider keine Panzer, aber macht nichts, dafür haben wir riesige Infanterie-Heere, die gerade auf den einen Panzer drauf rennen. Ja, schön. Waren wir jetzt mal ehrlich, ich ping mal kurz. Kann ich pingen? Oh Gott, der Panzer hat mich weggeschossen. Ich glaube, das ist nicht der beste Weg, den wir da gehen. Von hinten geschossen. Von hinten? Also wenn du. Ja, wenn wo, du ich, da auf wo ich gepingt hab. Also da hinten. Wenn du auf dem freien Feld stehst, hast du einfach verloren. Also hey, wir müssen hier hinkommen. Dahin müssen wir irgendwie kommen. Von H werden wir beschossen, Jungs. Ja, ja. Wo werde ich denn jetzt beschossen? Nein, jetzt hat er aufgegeben. Ja, wir können, hier über die und dann über die Straße gerade laufen. Die geht natürlich, aber hier sind wir natürlich, haben wir den Vorteil, mit dem Herd zu laufen. Ja, das verstehe ich, aber da ist ein riesen Massenstaat. Aber lass halt her lieber vorlaufen, Bram. Okay, wenn du bei Brams Punkt spawnst, wirst du von hinten erschossen. Ja, hab ich doch gesagt die ganze Zeit. Aber ich versuch dich nochmal zu holen. Ja, dann gucken wir mal, ob das wird. Ich versuch gerade mich zu holen. Ich muss ein bisschen smoken. Rammel nicht, Croucher! So Leute, hier, ich hab halt die Panzerchen mitgebracht. Die schießen immer noch, einfach wahllos in den Rauch. Oh shit. Das war knapp. Rammen! Ja! Da. Geil! Ja! Da, wo ist hier der Panzer? Mein Truppenführer! Achso, du haltst dich, okay. Ja, wir müssen hier weg. Können wir nicht einfach direkt auf den Punkt drauf? Ach ne, der Punkt ist ja richtig scheiße. Ja, aber was ich jetzt machen kann, ist, weil die anderen das auch konnten. Ist der Panzer auf der anderen Seite noch? So, ich habe hier an der Front direkt einen Einstiegspunkt gesetzt. Oh Gott. Neben die Einstiegspunkte der anderen. Ja, ich weiß, aber das sieht geil aus. Autsch! Ich hab Schaden bekommen. Ist ja, rechts jemand? Ja, da aus dem Wald schießen halt die ganze Zeit auch Leute, wa? Das ist hier, auf die Stadt. Feindkontakt, hab ich markiert. Jungs, nice. Was? Ja, direkt hier bei dem Haus. Ja, ja. Oh, eine richtig gute Front hier gerade. Peter sucht noch irgendeinen da hinten, oder was?
Ja, ich bin hier ja gespawnt. Oh mein Gott. Wir nehmen Zoe Road ein. Jetzt sind wir schon drauf. Ja, ein paar sind drauf. Achso, ich dachte, wir sind drauf. Ne, wir nicht. Oh, okay, let's go, Leute. Ja. Oder hier wirst du von überall beschossen. Haben wir Smokes? Ne, ich hab alle für dich geopfert. Ich bin tot. Oh, scheiße, ich auch. Aus dem Haus. Da links aus dem Haus raus sind die meisten Leute drin, ja. Scheiße, ihr seid zum Haus gelaufen, ne? Ja, wir liegen hier so auf dem Feld. Oh, Leute, Bram, da neben dir liegt eine Granate. Ich bin jetzt gespawnt bei unserem geilen Spawn. Ich kann euch leider nicht holen. Ihr liegt da mitten auf dem Feld vor dem Haus. Ja, okay, dann deploy ich einfach neu. Also, wir übernehmen gerade den Punkt ein bisschen. Aber richtig krass, halt noch nicht 10% oder so. Das Haus ist, glaube ich, deren Hauptbase. Da schießen so viele Leute raus. Ich habe noch einen am Haus. Zwei Leute da jetzt. Der Punkt, den du gesetzt hast, ne? Das ist, ja, welcher ist das? Ah. Ja, auf also das Haus habe ich ein bisschen gecleared. Da sind jetzt auf jeden Fall weniger gerade. Ja, das Haus, da schieße ich gleich, wenn ich spawn, mit einfach mal mit dem Besucher rein. Ich suche mir mal einen ganz guten Spot hier, von wo aus ich die machen also, kann. Also, deswegen, für Sepp und nein, so, also feindliche Infanterie, definitiv da und da. Scheiße, ja, bin ich denn jetzt gestorben? Boah, das Haus dürfte doch mittlerweile relativ clear sein. Sollten wir dann versuchen, die feindliche Infanterie von links wegzubekommen? Also hier, bei H ist Infanterie, Leute, hinter uns quasi. Ja, genau, überall da, ist da Infanterie. Alter, ich habe eine Granate gefressen, oder so. Da ist überall Infanterie. So, jetzt, da stürmt ein riesiger Squad gerade von 8 Leuten ins Feld rein und sind jetzt drin. Oh ja, der stimmt. Der oben beginnt, oben, siehst du. Wir haben quasi die ganze Zeit die Ablenkung auf der einen Seite gemacht, während 2 Squads von der anderen Seite gekommen sind. Jetzt können wir da reinlaufen. Und wir verlieren gerade an der Bewegung. Ja, das ist jetzt ein Rennen. Das müssen wir schneller machen. Ja, das müssen wir schneller machen, aber... Genau, jetzt ist da rein. Die Hälfte haben wir. Unser Spawn ist kaputt. An der Biegung ist drauf geschissen. Unser Spawn ist tot. Können wir eh spawnen? Schon wieder totgeschossen worden. Das ist ja der Wahnsinn. Scheiße. Also von dem Spawnpunkt, der da mitten im Feld ist, kommt man nicht mehr weg. Ich werde mal an der Biegung spawnen und da ein bisschen versuchen zu verteidigen. Weil zu euch komme ich nicht. Musst du nicht. Wir haben Bizoy Road sofort, Sepp. Du musst da hinten nicht mehr spawnen. Die werden das nicht schaffen. Wir sind mit so vielen Leuten auf dem Spot. Guck dir an, wie schnell das geht und wie langsam die sind. Den Punkt haben wir. Und wir haben auch ein Team an der Biegung. Ja, dann setzt da mal einen Spawnpunkt gleich, wenn er erobert ist. Oh, Garrison rechts, gibt's eine US-Linie, Christian, sonst. Ja. K. Aber die sind ja jetzt fertig. Weil die sind doch fertig. Dieser Road, da ist es. Jawohl, schön. Nice. Sehr gut, Team. Dann heißt nächster Punkt: Straße nach Bostankne. Oh, ich spawne hier im Wald. Ich kann nur hinter euch spawnen. Ne, vor uns geht auch. Also, ja, da Garrison 05 kann man spawnen. 04 mache ich jetzt. Wo sind meine Mates? Ich sehe euch gar nicht. Seid ihr gerade alle tot? Ich bin gerade tot. Spawn an 18. Ich spawn da in dem Waldgebiet bei D. Ja. Genau, ich auch. Ich spawn auch in einem Waldgebiet. Alter, das war richtig gut. Bram, versuch mal nächstes Mal statt einen Einstiegspunkt eine Garnison zu setzen. Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Ja, kann ich probieren auf jeden Fall. Okay, nice. Meine Damen und Herren, so. Bram, führ mich zum Sieg. So, was gerade passiert ist, hier unten, da wo ich markiere, der Ping, da trifft sich gerade eine Gruppe von 2, 4, 6, 8 Leuten. Mhm. Von uns. Weg rüber zu gehen. Ja, genau, um dann halt von da aus zu kommen. Weil ein anderer kleiner Squad kommt von hier. Der Rest, genau, der Rest läuft mehr oder weniger straight drauf zu. Ja, aber eher so durch den Wald hier, hätte ich nur gesagt. Genau, oder? Ich würde sagen, wir laufen auch durch den Wald da, dem anderen Trupp hinterher. Das heißt, vom Laufweg her, erst bis da, ungefähr. Runtergefallen. Markierung H in Blau. Güter, die ab und zu auch droppen. Genau, auf D, zu euch zur Info, rechts von euch, 260 Meter ungefähr, ist ein Tank. Ja, ich glaube, der wird umlaufen damit. Ich kann einfach auf den schießen. Du kannst auch auf den schießen, wenn du den hinten triffst. 260 Meter, aber ich sehe den nicht. Guter Hit. Ich
kann ja auch ein bisschen näher ranlaufen. Achso. Da ist er. Oder? Nee. Doch. Warte mal. Was schießt denn hier auf uns, Christian? Weiß ich nicht, da im Haus wird rumgeballert. Alter, ich fühle mich gerade an den Punkt, wo du markiert wurdest und warte hier, dass ihr aufschließt und dann können wir weitergehen. Okay, richtig, wir sind gleich zwei Krieg. Squads da. Also wir und ein anderer. Da ist auch Punkt G. Ja. Kannst du da... Nee, hinter feindlichen Linien kannst du keinen setzen, oder? Ein Garrison. Guck ich gleich mal, ob ich das hinkriege. Das ist aber eine gesetzt. Genau da, wo wir uns quasi jetzt getroffen haben, ist jetzt eine. Nee, aber das sind keine Garrison, das ist doch eine andere, oder? Ja, Garrison, genau, ist da ist eine Garrison. Auf den Ping. Das, echt, ist das eine Garrison? Das ist unsere. Ich dachte immer, die mit den zwei Antennen, das sind die für die Squads. Hallo. Ja, ich dachte immer, Garrison besetzt. Ist doch die mit dem Kreis unten und der Fahne oben drauf. Ja. Kreis und Fahne ist Garrison. Na, auf jeden Fall laufen wir jetzt dahin, Richtung H, und da versuche ich dann eine zu setzen. Oh, das ist aber nah dran. Holy shit. Dann wäre doch nice, wenn das klappt. Warte mal, wie komme ich jetzt aus dieser scheiß Map wieder raus? M drücken. Okay. So, vor uns läuft ein Squad. Ja, also unsere. Ja, links. Die fallen zuerst um. Bestehen aus zwei Leuten. Rechts von uns laufen auch zwei Leute von uns. Und von den Gegnern ist alles aktuell Ladder. Der größte Kampf ist, glaube ich, straight von Bizarre Road zu Boss Tuckner. Ja. Markier noch ein letztes Mal. Und dann versuchen wir da gleich die Garrison zu setzen. Wichtig ist, dass du nicht stirbst, sondern erst die Verstärkung setzt, ne? Ja, wenn das hier geht. Ich bin sehr gespannt. Ja. Am besten hinter irgendeiner Deckung. Mal hier vorne war... Ja. Guck mal, da kommt ein Flieger, ne? Boah, Alter, wenn rechts schießt, über einen drüber das, ja. Okay. Also, ich kann die Garnison hier nicht setzen. Ja, das haben wir gesagt. Aber ich kann halt einen Außenposten setzen. Rechts von uns direkt. Ich bin weggeschossen worden. Ja, weil wir im Feindgebiet sind. So, ich hab gesetzt. Ich bin auch weggeschossen worden. Fuck, von wo? Ist der direkt hier? Ich hab einen getötet. Da, Gegner, auf Mark. Aber mal in die Richtung habe ich keine Vision. Ich kann vielleicht Peter holen. Ne, komm, ich geh Christian holen. Christian liegt besser. Christian? Ja, ja. Ich heil dich. Auf Mark ein ganzer Squad. Ach du Scheiße. Auf Mark ein ganzer Squad. Ach so, da. Scheiße, hab mich gemacht. Mal, Peter, ich smoke dich mal eben. Das war halt, wenn da ein ganzer Squad ist, schmeiß mal davon eine Granate dahin. Das kannst du machen. Alter, die Smoke war ja taktisch insane! Alter, ich hol dich. So. So! So nämlich! So macht man das mit seinem Trupp! Sehr gut. Konntest du einen Spawner setzen, Bram, eigentlich? Ja, hab ich auch. Bin ich auch gespawnt. Hier in die Richtung sind. Ich weiß nicht, ob da immer noch welche sind. Naja, die werden ja wohl kaum einfach weggegangen sein, oder? Ja. Da wird immer noch geschossen. Scheiße, hab ich gemacht. Nochmal, aus dem gleichen Ding. Immer noch an dieser kleinen Wand. Was ist denn Bram? Wir werden aber noch von der anderen Richtung beschossen. Von links, also von Richtung Spot. Aber wieso sehe ich Bram nicht? An unserer Station ist jetzt ein Gegner. Nur zur Info. Oh, warte mal, wo ist spawn da jetzt zwar. Ist rechts von mir. Ja, aber da spawn ich jetzt. In 2, 1. Okay, nee, unser Trupp steht da, wo wir gerade markiert haben. Okay, Bram, ich sehe den Gegner nicht. Da ist ein Dude von uns bei dir. Ja, das sind jetzt Leute von uns. Okay. So, und da waren gerade Gegner auf dem Markt vom Feind. Und viel wichtiger, da hinten steht ein Panzer. Oh. Da soll man vielleicht nicht hin. Ah, der ballert hier in den Wald rein. Den baller ich jetzt weg. Okay. Was ist der denn? Also genau, weiß ich höre den halt nur immer wieder schießen. Achso. Aber irgendwo da sind die Richtung. Wow, wow, wow! Oh, das war von, oh, der schießt hier die ganzen Bäume weg. Das war von links. Ja, ja, oder war das von links, ja. Da, Panzer ist markiert. 62 Meter. Nein, scheiße, wow. Das ist nicht richtig. Dahinter noch. Der hat mich umgehauen.
vorne ist ein guter Platz, oder? Und rein hier. Von wo kommt der? Und Mark, neue Mark sitzt. Okay, nice. Respawn können. Okay, dann lass ein bisschen was probieren, oder? Wenn wir jetzt den Marker haben. Gegner. 196 Müller bis zum Feind. Da ist ein Tank auch. Auch gesetzt. Oh ja, da ist der Tag. Tag, genau. Tank. Tank gesetzt? Nee, da, Tank die eine ist falsch. Die ist richtig. Da kommen aber rechts Leute angelaufen, ne? Da. Ja, hier sind überall Leute. Okay, also, für euch zur Info, da vom Markt kommt ein Trupp. Wir stehen hier mit drei anderen Squads. Oh, Tank hat mich. Ach. Oder daneben ist vielleicht noch einer, ich glaube aber, es war der Tank. Der Tank lugt jetzt in den Wald rein. Ja, ja. Scheiße! Mit ein bisschen Glück läuft das jetzt gleich, gerade so wie die Aktion vorhin. Wir stehen hier, lassen uns ein bisschen wegballern, die anderen Spacken kommen von rechts und machen Snacky-Decky. Ich kann leider relativ weit hinten nur spawnen, da wo wir eben in dem Wald gespawnt sind. Das stimmt. Ich kann auch nicht bei dem Marker von Bram spawnen. Doch, stimmt, ich auch nicht. Ist ja, weil der im Feindgebiet, also geht's dann doch nicht mit im Feindgebiet zu. Nee, Bram konnte vorhin. Oder der ist gerade kaputt gemacht, der ist auch weg. Vielleicht ist der kaputt gemacht worden. Und bei mir ist da noch K. K und. Ach so. Die verschwinden aber nicht. Ich bin derjenige, der die gebaut hat, stirbt, oder? Nee, nee, ich bin schon öfter gestorben. Okay, Moment, wo können wir denn spawnen? Was ist das nächste? Was gerade ja, einer das, sieht? Ja. Fähnchen. Spawn 03 habe ich jetzt genommen. Genau. Ah, scheiße. Das ist aber oder kriegen die im feines Gebiet Schaden und die spawnen. Nee, ich glaube, der Panzer hat einfach darauf geschossen. Ja, der Panzer ballert ja die ganze Zeit wie blöde da rum. Als ob der so ein Ding sieht. Nee, so. Ich glaube, er hat einfach mitten getroffen. Im Wald, so, ach ja, stimmt. Ja, dann Garnison 03. Die Explosionen sind ziemlich krass. Okay, also, ganz kurz, hier zu dem Ping. Am Waldesrand läuft ein Squad, die in unserem Gebiet sind. Das, wir könnten versuchen, weiter vorne, ungefähr auf dieser Höhe, wo ich jetzt markiert habe, Markierung H, eine Garnison zu bauen. Ja, können wir machen. Das hinter, ist ein hinter dem Hütchen vielleicht. Genau, das ist rechts. Das ist rechts nämlich aber trotzdem vom ja, Wald. Finde ich gut. Und dann können wir unsere ganzen Truppen nach vorne. Da ist aber direkt der schleudern. Panzer auch hinter, ne? Ja, kurz drauf kommt der Panzer, ja, aber das könnten wir trotzdem ausprobieren, ob das funktioniert. Weil da hier bei H ist ja der Panzer gewesen, wenn ich das richtig habe. Jetzt musst du echt wieder übers Feld laufen. Ne, du musst nicht zwangsläufig übers Feld. Ja, über ein Stück kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Am Waldesrand eher. Alter, ja, links! Sepp ist tot. Von links! Von links? Von links. Aus dem Wald. 180, irgendwie sowas. Auf unserer Höhe fast. Scheiße, die haben gegengepusht, die Schweine. Die sind außen rum gelaufen. Scheiße, yo, die sind da hinten lang gelaufen. Motherfucker! Jo, die müssten da auf der an der Straße sein, ne? Wo haben die nächsten? Alter, die machen ja alle. Okay, wir haben ihr nix. Seid alle drei vor mir gestorben und ich sehe die da kommen sie. Ja, da kommen sie. Okay, dann gehen wir Spawn 03 wieder und schließen zu Peter auf und versuchen hier uns da zu treffen. Ja, in 30 Sekunden kann ich erst spawnen. Ich ja, ich auch erst. Ja, du musst ach, er hat mich. Ach, diese mit den Automatikgewehren, das ist doch scheiße. So unfair. Einen habe ich gekillt. Also waren mindestens zwei. Ja, ja, zwei habe ich auch bisher gesehen. Sehr stark Private P. Scheiße. Der andere zeigt sich noch nicht so ganz. Aber ich weiß, wo er ist ungefähr. Oh, ich bin wieder da. Einmal markieren. Show me your warface. Also ja, da ungefähr die Richtung. Ja, genau, ich hab ihn da durchhuschen nicht, sehen. Durch, ne, genau sehe ich ihn nicht, sonst würde ich drauf schießen. Der ist sehr vorsichtig, der ist da irgendwo in den Büschen und hat sich da so hingechillt. Wollen wir da ganz hinten ist einer. Marker. Ja. Da hinten. Mark. Ihr habt, ja, ansonsten, wenn der Marker nicht reicht, habt ihr unten auch einen Kompass, war so wie bei, ja, 157. Ja, nicht leider an der gleichen ja, Stelle. Ja, da, ja, 160 da, auch, 160 rennen die durch den Wald. Ja. Oh, close. Ja, auch. Close. Bei mir Klaus. Ja, hier sind einige Leute. Fuck. Ich mit meinem heilen. Scheiße, so viele Leute da. Super close. Der war doch hier direkt bei mir auf dem Baum. Fuck, ey.
Ja, wenn er doch direkt da ist. Also mindestens ein ganzer Squad ist da noch. Ja. Auch von links. Fuck. Wirf doch mal die Smoke! Ich höre die Schüsse, aber Alter, ich sehe nichts und ich habe noch so eine andere Perspektive da drauf. Treff sie einfach nicht. Oh, ich muss nachladen. Shit! Ja, umläuft mich die Drecksau. Hab ich dich? Okay, von den, also von den Roten verteidigen aber richtig viele deren City. Das ist nur ein Squad, der hier rumrennt. Naja. Aber der hat uns gerade richtig gebumst. Ja. Ich gebe euch sofort einen Mark, da laufen direkt zwei rum. Gibst du mir eine Mark? Also, da einer. Da zwei. Den einen sehe ich. Oh shit, wir haben mir einen Header gesetzt. Den einen habe ich. Cool. Dann immer noch. Der eine ist weg. Da zwei, mindestens. Alter. Machst du auf. Da ist noch einer, wo ich markiert habe. 200. Ja, der hat sich da gerade in den Graben gesetzt. Sniper wäre mega praktisch. Die Schwänze. Zu dir rüber. Ah. Da ist einer. On site. Damn. Da auch. Einfach mal, ne? Oh shit, ich kann hier einen. Geht der den retten? Ne, geht er nicht. Ich geh ihn retten. Trillinio! Da hinten, Jungs, ne? Ich hol dich. Sind Leute. Jetzt an dem Baumstab, Milder. Wir laufen immer weiter durch. Scheiße. Oh Gott. Scheiße, hier sniped irgendwer auf uns. Und ich lieg schon echt weit hinten. Kann das sein, dass wir uns da ein bisschen aufreiben, unnötigerweise? Vielleicht könnten wir einen anderen Weg gehen. Ja, aber wir müssen den Spawnpunkt halten, sonst fallen wir voll weit zurück. Oder? Also nicht, wir könnten ein bisschen zur Stadt gehen. Moment, ich gucke einmal ganz kurz auf die Map. Also, was wir machen könnten ist, wir könnten mit den anderen jetzt aufschließen. Ganz links, Garnison 06 spawnen. Da wird gerade eine Großoffensive gemacht auf die Straße nach Bastogne und die scheißen halt mehr oder weniger gerade hier drauf. Ein Trupp verteidigt Bisoy Road. Das könnten wir tun und uns da anschließen schnell. Also Garrison Spawn 06. We need some support. Ja, Peter, wie kommen wir denn da hin? Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Ganz links ist das. Okay. Vier Spawns. 240 Meter vom Ziel entfernt, aber harter Beschuss. Mike Squad attacking. Ganz links? Alter, das ist ja ein Kilometer. Da komm ich hier nie hin. Ey, lass sie abschießen. Ja, du kannst sterben, auch so sterben machen. Bald. Brauchst du, kriegst 10 Sekunden. Peter, wir rennen jetzt einfach im Wald. Ja, mach ich auch. Ich hab noch 3-4 Leute gekillt. Ab geht die Post. Und ich stelle euch hier auch noch einen Spawn hin. Spawn H steht dann auch. Jetzt. Du rennst in den Wald und killst 3 Leute. Ich bin gerade 5 Meter gelaufen und hab direkt einen kassiert. Ich bin von woanders gekommen halt. Jo, bin auch tot. So, wie hieß der Spawn? Ganz links, 06. Jo. Oh Gott, aber das ist da nicht einfach. Das ist mehr oder weniger da wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, Feuer auf sich ziehen und dann hoffen, dass Wilfried so smart wieder von der Seite kommt. Okay, du wirst hier direkt geschossen, Peter. Ja, du wirst direkt beschossen. Wie sieht das aus mit den Bäumen rechts? Kann man die irgendwie benutzen? Du kannst sie benutzen, aber da in the middle. Thank you. Sind auch Gegner. Also okay, da würde ich nicht spawnen, so Peter. Okay, die schießen auch auf den Spawn. Ah, ich bin direkt tot. Alter, was seid ihr denn für Fotzen?
Fall Road wird eingenommen. Wir müssen umstrukturieren. Da, wenn ihr nochmal lebt, an Fall Road spawnen. Okay, ja, mach ich. Die konnten es nicht halten. Da kann man nicht spawnen. Da kann ich in so einer Garnison spawnen. Ich kann das spawnen noch. What the fuck? Ich kann auch noch spawnen. Ja doch, geht noch. Stimmt. Bin gespawnt. Gegner sind da. Du wolltest es zeigen. Okay. Das war doch direkt hier hinter uns. Direkt tot. Ja, hier! Zwei Leute habe ich. Okay. Hä? Bist du da noch einer. Ich spawn da jetzt auch sofort. Alter, ich hab den getroffen, weißt du, und dann muss ich wegen dem Repetierer wieder nachladen. Ach komm. Hast du die Dinger? Ja, in dem Haus ist einer drin. Wenn du das spawnst, Sepp, ich lieg direkt neben dem Spawn. Okay, warte. 4, 3, 2, 1. Also direkt hinlegen, meinst du? Ja, Schaden tut das nicht. Naja, guck mal. Hallo, ihr Smeets, sie sind aber nicht weit gekommen. Okay, das kann man wohl sagen. Der Angriff scheint abgewendet. Okay. Laut Map. Mal hier schießt. Ja. Oh, gerade geht die Nachricht durch. Der Angriff ist abgewandt. Also zumindest haben wir die volle Ladung wieder. Gegner gesehen. Da sind noch Gegner. Genau. Im Wald und bei der Garrison 02. Jo. Da sind noch Gegner. Ansonsten noch im Feld F8. Direkt am Gebäude. Ich spawn aber auch für euch. Ich markiere euch das. In 20 Sekunden leider erst. Wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Währenddessen. Welcher Tank? Hat drei Trupps. Das Tank? Der näher fragt, wo der Tank ist. Aber. Ist auch kein Tank, oder? Da war halt ein Tank. Ah, da ist er. Okay, ich markiere euch sofort auch den Tank. Alter, was hier abgeht. Sick. Ist das hier auch Erhöhung klemmen jetzt? Hier ist alles eingesmoked, wir sind komplett weggesmoked, das ist doch scheiße. Okay. Uiuiui. Also, für euch, ja? Da, Panzer, Mark, jetzt. Da ist der Panzer. Auf okay, Ping. Also, ja, der fährt gerade tendenziell so in die Richtung. Etwas weiter noch nach Norden. So. Gegner, von denen wir wissen. Da. Oh, der Smoke ist weg. Oder? Tendenziell sind da im Wald irgendwo Leute. Ja, oh mein Gott. Ich sehe nur gerade noch. Ah, da hinten. Der Headshot hat gesessen. Falls es einer war. Okay. Medic! Sehr gut, damit wisst ihr das schon mal. Entschuldigung. Weil ihr gerade so hart kommt, Zoom. Ach, er holt dich schon. Nice. Was ist Proximity Chat nochmal? V. Thank you. Da habe ich auf jeden Fall einen gesehen. Oh, sehr gut, da könnte ich von der Seite hier flankieren. Da. Jo, da ist er. Einer. Der ist tot. Nice. Okay, sieht gut aus. So, im Chat. Ne, da sind noch welche. Immer noch da vorne. Scheiße. Da ist auf jeden Fall noch jemand da. Hier nimmt einer uns ganz schön gut auseinander. Au. Ey, Sepp, weiß ich, Sepp, bist du kommen? Warte. Zu Chris, wollen wir zu Bram, weiß ich nicht. Chris, da liegst du mitten auf der Straße. Ja, du müsstest aber neben dem Sandsack müsstest du das wahrscheinlich gehen. Warte, ich komme hin. Ich glaube, du musst dich aber hinlegen. Oh ja. Hab dich. Okay. Warte, ich halt. Naja. Warte, Christian, dein Bein ist noch dran. Mehr brauchst du nicht zu leben. Ich bin unter der Map. Ich heil dich! Du bist jetzt der Oberkrieger! Ja, danke schön. Ohne Beine! Das Problem okay, ist. Glaub ich muss mich selber töten, tot. Ich kann mich nicht bewegen. Also von der Straße schießt irgendwo hinten wahrscheinlich ein Sniper. Wieder da hinten ist. Ich kann ihn nicht markieren.
Okay, sie haben 120, deploy, ja? Peter. Ja, mach's neu. Ja, genau dahin gucke ich auch, den habe ich auch gerade gesehen. Ja, okay, ich kann da nur nicht hinschießen, weil ich kann nicht durch die Welt schießen. Ja, aber der ist gerade scheinbar in Deckung, der Wichser. Aber jetzt wurde ich bestraft, weil ich mich versetzen lassen muss. 10 Sekunden. Können wir da doch können wir spawnen. Ah, hier ist kein vermehrter Angriff. Wir spawnen weiter in der Garnison bei 02. Oh nein. Scheiße, wo hab ich jetzt aufgehört? Okay. Ah ja, hier sind wir. Hä, wieso bin ich denn nicht gespawnt? Schießen die auch von hinten auf uns, Peter? Immer noch die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, ich guck nur in die Richtung. Da. Oh. Oh, Peter, der ist direkt neben dir eingeschlagen, der Schuss da. So mal Glück gehabt. Ich weiß nicht, wie. Ist doch scheiße hier gerade. Ja, wenn wir die Smokes benutzen, dann benutzen wir doch auch mal was zum Werfen. Hui! Oh, da war nicht weit genug. Oh, da habe ich einen Headshot gekriegt. Ah, so weit kann der Bub gar nicht werfen. Das ist zu Bram. So. Von wo? Aus dem Wald? Von links, Bram. Von links? Ja, also ich stand ja direkt hinter der Mauer und bin beschossen worden. Der kann ja nur. Oh Gott. Medic. Ja, warte. Fuck. Nordosten, ja. Warte. Ungefähr 145. Nice. Bam. Ja. Ich muss erst eben eine Smoke hier werfen, das ist mir ein bisschen zu heiß. Ich glaub, 49, ja, das ist Nordost. War es das mit mir? Ah, fuck, ich bin gestorben. Bin ich einmal direkt Smoke hier gestorben? Vorne. Nee. Das wäre jetzt aber auch krass. Doch, doch, die sind direkt hier vorne. Und also nah dran? Nicht, ich bin tot. Ja, ich glaub schon. Also, die Leute, die hier um mich rumsterben. Also, die müssten schon gute Vision da drauf haben, dann. Ja, das ist also harte Party. Mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Leute, die jetzt hier an dem Punkt sind. Oh ja, direkt links um die Ecke beim Haus. Ja. Die sind am Haus links von euch. Scheiße. Ja, ja. Oh shit, der Spawn ist weg. Der Spawn ist gut. Direkt hier. Anderen nehmen? Ne, ich hab. Ah, hinten. Bisschen weiter hinten, ist aber der ist. Weiter weg, ja. Weg, ja. Ja. Macht das sonst Sinn? Ach ne, wir müssen das Ding erhalten, ne? Diese scheiß Straße. Okay, die ums Haus. Hinten. Der eine ums Haus ist weg. Ich bin einmal ums Haus gerannt. Du bist der Einzige von uns, der da noch lebt. Ja, hier sind keine Einstiegspunkte mehr. Ja, Garrison, ja, genau. 04. Und dann versuchen wir dann einen neuen zu setzen. Ja. Der bleibt uns nicht übrig. Vielleicht auf der anderen Seite der Straße, weil irgendwie kommen die jetzt von rechts, wenn ich das richtig habe. Ja, die sind umlaufen, genau. Ja, vielleicht kannst du links einen Punkt wo stationieren. Wo ist Garrison 04? Drüber, über der Stadt, über Boise Road. Okay. Ah ja, ich sehe es. Oh, die haben sogar ein Grab geschaufelt. Voll nice, Leute. So, da irgendwo links im Wald. Appreciate. Waren welche. Ja. Ja. Wollen wir nicht rechts dann, also Bram mitbeschützen? Ja, ne? Ja. Da links ist auch einer tot in dem Wald. Oh ja, da vorne, ich sehe welche. Auf Mark. Oh, hier ist ein 372, ist ein gutes Stück natürlich. Ja, wir haben einen Schützengraben. Nice. Ja, wie cool das ist, wie Leute hier auch so Schützengräben und so machen. Da ist er. Jo, hier an dem Haus sind sie alle. Bram, ich bin hinter dir. Ja, ich versuche jetzt hier. Da. Platzieren hier nicht möglich, platzieren hier nicht möglich. Ja, und im Haus, Christian, ist auch noch einer. Ich ja, in dem Schützengraben liegt auch einer. Einen habe ich gerade weggeschossen. Oh, ich habe nicht genug Vorräte. Ich habe so eine Kiste, aber das ist glaube ich nur eine Munitionskiste, wa? Ich bin Vorräte in diesem Aufwand. 50, 0 von 50. Okay, ich habe einen Hammer.
Bringt das was? Scheiße, leer. Ja, wir brauchen einen Hammer. Aber ich hab keinen Hammer, ich hab nur eine Uhr. Also Christian, in dem Haus sitzt der drin und ja, schießt da komm ich nicht. Ja, scheiße, keine Ahnung. Muss nachladen. Ich kann auf jeden Fall zumindest... Wie kommt man an 50 Vorräte? Ich hab keine Ahnung. Ja, so ein Versorger hat eine Kiste, aber da kriegst du glaube ich nur 40 raus. Okay, Bram konnte zumindest einen Spawn für uns setzen. Aus dem Schützengraben, der schießt immer noch. Ich robb mich gerade vor. Ich hab nichts mehr zu werfen und gar nichts. Aus dem Schützengraben? Aus welchem Schützengraben? Ich meine schon... Hier. Ach, da ist noch ein und, Schützengraben. Und aus dem Haus, also aus dem Haus auf jeden Fall. Ja, aber das ich glaube, den im Haus habe ich vielleicht sogar. Das sind so Sandsäcke. Ah, den Haus habe ich vielleicht. Ich komme mal mit zu dir mit Badoon. Ja, Badoon. Oh Gott, MG! Im Haus? Nee, 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 neben dem Haus. Ich werde hier nicht wegkommen, ich liege hinter einem Baum. Ja, die sind immer noch da. Die sind immer noch im Haus. Ja, der ist vorgekommen. So, die pushen. Will ich sehen. Das prasselnde Maschinengewehrfeuer ist auch krass. Noch einen. Warte, ich hab einen. Ach shit, ich bin schon wieder leer. Schlecht. Ich spawn mal als Versorger. Ist ruhig geworden hier. Hab ich's jetzt alle gemacht? Ja. Ihr Schweine! Aber da sieht man gerade auch nicht so viel. Aber eine richtige Tech-Welle von unserer Seite gibt's auch gerade nicht. Oh, da ist er. Da im Wald noch. Was? Im Wald ist er. Waffenstillstand, Frieden geschlossen. Ja, let's go. Sehr gut. Okay, ist tot. Ja, auf Mark immer noch. Hast du den getötet, Sepp? Ne, den hab ich, den hab ich. Den hast du. Aber am Haus, am Haus, am Haus. Da, Mark. Ja, das sind auf jeden Fall mehrere Leute. Ja. Sind die auch schon wieder oh, noch? Wer wollte ihn hier eine mich. Kanone bauen oder so? Fuck! Bram wollte eine Garnison bauen. Achso. Wollte eine Garnison bauen, konnte ich aber nicht. Ich brauch Rohstoffe dafür. Naja. Ja, hier. Hier liegt doch alles, oder nicht? Fuck! Ist das hier nicht eine Garnison, der dieser Funkmast? Das hier? Ne, das ist der kleine Ding, das habe ich auch. Lass mal hier kurz reingehen. Zu nah am gleichen Bauwerk. Doch, Moment, wir haben jetzt eine Garnison. Wo ist denn die Garnison? Okay. Eine ist hier, ja, in dem Gebiet. Ja, stimmt, da, wir haben jetzt eine hier in dem Gebiet. Dann müssen wir uns aber noch Richtung... Richtung Osten verteidigen, ne? Ja, wir mit. Oh mein Gott. Was kam der Nap wieder? Was aber? Du liegst aber auch echt unsichtlich okay. Auf der Seite. Ja, wir gehen hier hart Richtung auf jeden Fall langsam Richtung Offensive über. Wieder soll ich dich holen oder? Im Osten ich hab der Headshot kassiert. Punkt. Also für euch zur Info, da auf Ping ist ein Einstiegspunkt der Gegner. Der wird gerade gepusht von dem Squad, wie ihr auch seht. Tomolo, Insane Purpose und so weiter rennen in die Richtung. Und da auf Ping im Süden ist dann auch noch einer. So, die dürften den gepusht haben, Christian. Nee. Der hat gerade einen erschossen von denen. Also. Und das wird nicht nur einer sein. Ja, aber da stehen vier Leute, gucken da mittlerweile drauf. Also wolltest du lieber pushen? Und die ersten Leute sind auch wieder unten im Feindgebiet von uns. Die haben da auch eine Garnison direkt davor gesetzt. Kannst du hier bei mir in das Haus einen Spawn setzen? Hier ist ein Haus. Gehen wir wieder Richtung Süden? Wir gehen langsam aber sicher Richtung Süden, ja. Da auf Spawn. Relativ close. Ist gerade noch ein Gegner aufgetaucht bei Peter in der Nähe. Auf dem Radar. Oh, what the fuck, ich hab dem Headshot gegeben, what the fuck. Nice. Ja, okay, das macht ja nichts. Gespawnt, direkt einen Header gegeben. Aber die haben unser Ding kaputt gemacht. Ja, aber die Garnison nicht. Hier sind aber noch Gegner, das ist nicht der einzige aus dem Squad gewesen. Vielleicht kannst du das hier bei Sebastian setzen, der hat recht. Ja, vor uns sind da auf jeden Fall noch welche. Ja, ich weiß, aber das ist ein gutes Stück bis euch, ihr müsst noch ganz kurz euch gedulden. Ja, ja, ich bleib einfach hier in dem Häuschen sitzen. Ja, wir verteidigen das Ding jetzt hier. Ja. Also für uns kann ich den auf jeden Fall setzen. Von unserer Seite kommt noch ein Tank von uns.
der uns unterstützt. Ja, dann lass mal aufschließen, Peter. Dann komm mal, ja. Ja, ich bin hier gerade im Fight. Ich habe hier gerade noch einen erschossen. Aber ich habe noch einen gesehen, und zwar da. Aber ich kann zurückkommen, ja. Ich komme zurück. Kommt da gerade ein feindlicher Tank in unsere Base gelaufen? Der ist unser Tank. Der fährt dran vorbei. Der fährt jetzt Richtung neuen Punkt. Gut, die werden auf jeden Fall gleich von hinten kommen und unseren Punkt wieder zurückziehen. Ja, wobei, diesmal sind wir mit Tank mit dem Tank, wa? So, das heißt, wir rennen jetzt bis zu Sepp und Dings. Kommen wir erstmal hier wegen Spawn, oder nicht? Oder willst du woanders hin? Nee, nee, ich komm auch schon. Also, okay. Bin ich dir? Bin kein D-Zug. Da kommt ein Flugzeug. Oh Gott, bitte nicht. Oh, die hat Ausrüstung fallen lassen. Das sind keine Bomben, das sind, glaube ich, Ausrüstung. Ach, ist das für einen Tank Munition? Nee, ja. Ausrüstung. Ja, das sieht nicht aus wie, also das sieht schon aus wie ein großes... Ja, ja, ich weiß, ich habe das vorhin am Boden gesehen und da stand 100 von 100 Ausrüstung dran. Also. Okay. Ja gut, dann ab Richtung Dorf. Kannst du denn hier was hinsetzen, Bram? Habe ich doch schon. Achso. Keine Garnison, sondern wieder nur ein Einstiegs... Garnison kann ich ja nicht setzen, ich habe keine Ressourcen. Ja, ich dachte, du setzt die ins Haus. Aber Christian kann dir die doch geben, oder? Ja, 40 oder so sind da, glaube ich, drin. Ich weiß nicht, wie viele braucht. 50. Lass mal zu dieser Rakete da rennen. Ich glaube, da sind 100 drin. Ja, guck mal. Kein Problem. Kann Bram ja immer noch eine im Wald setzen. Oh mein Gott, ich habe einen Headshot bekommen. Aber von wo? Rechts irgendwo, Feld. Ja, rechts. Fuck. Ja, ich auch. Alter, was ist das für ein krasser Typ? Der gibt allen Headshot einfach. Ekelhaft. Wir müssen den Wald mehr benutzen, glaube ich. Ja. Alter, ist das cool, heftig gewesen. Du bist einfach tot. Irgendwo, also irgendwo fällt, Christian. Also ja, ja, aber ich hab da keinen gesehen. Ich bin jetzt im Wald gerannt. Scheiße. Da ist auch noch ein gegnerischer Panzer. Im Wald wurde unser tot rumgeschossen. Oh ja, unser ist down. Hier sieht doch alles grau aus. Alles gleich Einheitsmatsche. Okay, bin's da. Wer liegt denn da noch tot? Oder bist du wieder tot? Ich werde Kill in Action gemacht. Dann laufe ich hier über die Straße. Ja. So. Da ist ein Gegner. Ah, nehmen wir die Straße und laufen ein Stück nach Süden. Soll ich hier im Wald warten? Ja. 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 Und dann werden wir da nochmal einen neuen Spawnpunkt setzen. Auf was für eine Entfernung tötet der die Leute? Oh, der Peter, du bist beschossen. Ja, ich weiß. Alter, was haben die denn für Visiere oder was? Chili, du. Ich hatte besser getroffen als mich. Ja, instant. Scheiße. Okay, Christian, ich bin sofort bei dir. Ich finde das total verwirrend, weißt du, vor dir laufen da überall Leute rum, aber trotzdem wirst du aus der Richtung geschossen. Ja. So. Aber Mark gesetzt in die Richtung, dass wir uns da zusammen orientieren können, sofern er da hinkommt natürlich. Ja, ja. Jo, wir sind nicht weit davon entfernt. Ja, da ist aber keiner mehr vor uns. Scheiße, links von mir ist noch einer. Da ist links von dir. Also link, also leicht links von dir, Chris. Christian vor uns. Okay, den habe ich getötet. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Da taucht da auf einmal so eine Gestalt zwischen diesen Bäumen auf, weißt du? Auf der Straße, bei Brams Leiche die Richtung. Ich gehe mal hier zu den Ruinen. Ja, lass da mal drin verschanzen. Also Richtung E. Das müsste irgendwo... Bei also der Gegner sein. Übrigens war vorhin eher so auf der Seite... Ja genau, komm mal besser rein, so. Von da aus schießt einer aus der Richtung, aber ich sehe keinen. Zu euch zu kommen. 170 Meter noch. Überall sind da Gegner. Aber wenn es geht, versuche ich dann da bei euch noch einen Spawnpunkt zu setzen. Na guck mal, Peter, da läuft ja links einer. Der mit diesem runden Symbol. Ja. Mal gucken, wann der umfällt. Der Xatinia. Wird der verfolgt? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich jemanden hinter dem herrennen sehen habe. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Na guck mal, der rennt da einfach durch. Der kann doch nicht. Voll der sneaky Motherfucker, Alter. Ich dachte genau, da ist einer, der auf uns schießt, aber nö. Du rennst immer noch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Okay. Bis ins Haus. Wer ist auch da? Ja, okay, ja lange da in den Wald starren. Wir sind hier irgendwo hinstellen? Ja. Der Sieg ist nah. Oh, wir nehmen einen? Ja.
Ja. Oh, geil. Weiter. Ja, also nur noch 500 Meter, das schaffen wir. Ja. Jetzt der aber Push. Der Push. Ja, jetzt ist wirklich dieses einfach rein mit den Leuten. Scheiß drauf, ob man stirbt, wieder rennen. So alle 100 Meter ungefähr setze ich einfach einen neuen Spawnpoint. Es sind nur noch 3 Leute da, ne? Von uns? Ah, die machen das. Die machen das. Ja, ist durch, oder? Ja. Nein, noch nicht. Ich? Drück mal T. Ah ja. Ach, das verschwindet auch wieder. Ja, das geht automatisch weg. Ja, Leute, also ganz ehrlich, bis wir da sind, ist das Spiel vorbei. Ja, vielleicht pushen die ja wieder zurück. Genau, dafür müssen wir gewappnet sein. Einfach reinrennen. Wir haben gerade keine Tanks und nichts, aber wir auch nicht. Das ist GG, ja, oder was? Jawohl, haben wir gemacht. Ja, na, boah, was ein hart erkämpfter Feier. Sieht, Alter. Oh, krass. Ding. Oh. Holy shit. Kleines Blümelein schon wieder, ey. Oh, cool. Alter, das wird so nice. Okay, kann ich belobigen. Das gibt 10% mehr Erfahrung für euch. Ja, geil, belobige uns mal bitte. Das ist aber schön, wenn man. Okay, ich konnte nur Christian belobigen. Ja, danke schön. Ey, warte mal, kann ich das auch belobigen? Ich klicke auf, du musst auf das Zeichen quasi vor einem drücken und dann kriegt der 10% mehr Erfahrung. Alter, das war so gut. Alter, das ist so voll richtig Laune gemacht. Dieser Fight, ja. Ey, holy shit. So, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das war ja. Schlussband. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.